Wo war der Rucksack? Unten. Okay. Folge mir. Hier. Da liegt ja noch ein Revolver. Ja, die sind... Ja, weiß ich auch nicht. Bisschen... Ja, sind wie dämlich, ne? Inflationär. Ja. Was für Munition muss in meine M4A1? Alles, was in langen Magazinen ist. Starnak. Oder so. Oder C-Mac, oder wie die heißen. Die gehen auch. Okay. Ist... Hat er... NATO-Munition, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Der hier ordentlich was dabei gehabt. Der hat sich geärgert. Können wir jetzt auch mal Dari treffen oder so? Scheiße, dass der rot ist, ey, aber egal. Da find's bestimmt noch einen. Ey, ich glaube auf dem Tower, ehrlich gesagt, waren so Armee-Rucksäcke. Die haben zwar 5 Plätze weniger als der große, aber ja, aber die Farbe getan. Macht viel aus, ne? Ja, schon. Also, wenn du nochmal zum Tower willst, da sind, glaube ich, 1 oder 2 sogar. Ja, würde ich tatsächlich gern. Ja. Ist da gerade von euch jemand durch den Zaun gegangen? Ja. Oh, okay. Immer das Gleiche. Ja, ey, dieses... Das ist so geil. Das ist einer von euch, der da steht, ne? Ja, ich. Alter, so ein Red Dot auf der Pistole, das ist echt ein cooles Teil. So, folge mir. Ja, warte mal ganz kurz, ich will mir eben einen Blick durchs Zielfernrohr werfen. Ach, cool. Ich glaube, wenn du die Bild-Hoch- und Bild-Runter-Tasten benutzt, dann kannst du die Entfernung einstellen, auf die du zielst. Da läuft jemand hinter dem Zaun. Was? Ja, das bin ich. Oh. Ich renne gerade hier zu dem. Gegenseitig beim Haus. Okay. Ja, ich merke das schon. Irgendwann löst sich ein Schuss. Das ist aber das Gefährlichste. Das haben Lars und ich jetzt so oft schon gehabt. Dann waren wir hier oben am Airfield und dann so, ach, nix los. Und dann irgendwie, ja, lass mal Waffenübungen machen. Ja. Und dann irgendwann sich da irgendwie so ein Spacken angeschlichen und ja, hat uns so schön abgenascht. Aber das hat gedauert. Wir waren ja gar nicht so doof. Nur wir haben uns, er hat halt den längeren Atem gehabt. Habt ihr euch ja einfach hingelegt, oder was? Naja, wir haben uns im Hangar eingeigelt, weil das unsere einzige Option war. Und der lag halt auf dem Berg, da hinten, wo ihr hergekommen seid. Okay. Und der hatte ein Scharfschützengewehr und wir nicht. Wir hatten halt beide irgendwie so, keine Ahnung, M4 oder so, oder M16, keine Ahnung. Und dann nach und nach für uns beide böse ausgegangen. Hendrik hat zuerst erwischt und dann hat er ausgelockt und ich hab's dann noch weiter versucht. What the fuck? Und ja, hier ist diese Revolverhut. Ja, echt. Das ist sowieso gefährlich, wenn man da nicht Geduld hat und dann ja. Irgendwie hat mir schon oft den Kopf gekostet. Liegt hier noch einer in der, ne? Hier ist ein Rucksack noch draußen, aber der ist auch nicht. Also der hier ist nämlich Warren. Ich weiß nicht, wie ist der da draußen? Warte. Der ist neuwertig. Neuwertig? Okay, dann nehme ich den noch. Auch ein Erste-Hilfe-Kit draußen, aber ich weiß nicht, vielleicht hast du sowas schon. Ne. Ich habe sonst auch noch ein zweites dabei, also du kannst gerne eins von mir abhaben. Boah, jetzt hier draußen die Sachen umpacken? Ja, warte mal. Angeber, ne? Oh. Nee, warte mal, ich hab's ja weggeschmissen. Hendrik, bitte. Muss man die Sachen wirklich einzeln drüber ziehen oder gibt es da einen Trick? In keinem. Jetzt sitze ich tatsächlich hier an einem der gefährlichsten Plätze auf dem Tower draußen und sortiere meine Sache in einen Rucksack. Leg dich doch hin, vielleicht geht das auch. Ja, Leute, jetzt könnt ihr mal zusehen, wie ich. Boah, hier ist. Oh, Senki ist auch noch da. Hendrik, was ist los? Jogging-Schuhe. Hier Tote. Jogging-Schuhe. Macht's gut, ne? Tschüss. Was ist denn da? Ja, weißt, ich bin jetzt mega schnell. Wirklich? Ja. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich habe schon wieder ein Päckchen Munition gefunden. Für die Mosin. Ja. Es ist zum Verzweifeln. Liegen überall Tote rum und haben mega das krasse Equipment. Ja, passiert. Läuft. Ja,
30 Leute auf dem Server, das ist passiert. Ich würde mal vorsichtig sein an deiner Stelle. Ja, 30 sieht eher nach 40 aus, wenn du das mal aufmachst. Oh ja, das sind wirklich viele. Das sind sehr viele, vor allem ist da sogar so ein Clan dabei. Ich glaube, dann hole ich hier gleich echt mal ab, ey. Das ist heikel. Würde ich hier aber auch gerne mal langsam runter, wa? Ja. Ja, dann laufen wir doch. Henrik, wo bist du? Wir spielen mit Hitman zusammen. Leutnant Wurst. Aber ich kann doch hier nicht die ganzen Sachen in den Toten lassen. Der hat sogar Cornflakes dabei. Lars, bist du das da am Zaun, ja, ne? Ja. Alles klar, dann lass uns hier mal verschwinden. Hat sich ja eigentlich ganz gut gelohnt. Also für euch ja sogar noch deutlich mehr als für mich. Henrik, bist du in das Dorf gelaufen oder wo? Bin noch nicht, ich bin wieder zurückgekommen eigentlich. So, wo seid ihr denn jetzt? Wir sind hinter den Hangars quasi. Ja. Okay. So, erstmal schönen Schluck trinken. Hier am gefährlichsten Ort der Welt. Ich glaube, das ist echt nicht der gefährlichste Ort der Welt gerade. Für mich ja. Ja. Ich bin froh, dass ein Charakter mal so lange lebt. Ja, irgendwie Durchschnitt ist ja 1 Stunde 20 oder so, ne? Mhm. Aber das liegt, wir haben natürlich dadurch unsere Taktik, dass wir, wenn wir da spawnen, wo wir nicht hinwollen, uns einfach wieder vom nächsten Felsen stürzen, natürlich den Schnitt auch ein bisschen nach unten gehauen. Ja. So, Lars, wieso bist du jetzt wieder auf das Feld gelaufen hier? Weil Henrik doch sagte, er sei wieder zurück. Nee, ich bin jetzt bei dieser Fabrikhalle hier. Also Fabrik nicht, bei diesem Industrial-Dingsbums. Ah, ja, okay. Ja, dann kommen wir da hin. Bleibt aber auch. War hier mit Schalldämpfer und allem Pipapo, du. Schalldämpfer? Schalldämpfer, krass. Chor. Das... Ich will es nicht heraufbeschwören, aber immer wenn das bei Senki so war, ja, dass er... später... Nein! Gartentür! Ja, ich glaube, ich logge mich jetzt auch raus, ey. Die gute Gartentür des Todes. Erstmal ausloggen und schlafen gehen, ganz glücklich. Ja, ich. Aber du bist ja auch noch auf einem anderen Server, oder? Dann kriegt sie dich halt morgen. Log mich einfach gar nicht mehr ein. Kann ich meinen Enkeln und Kindern noch erzählen, ich habe noch eine M4 mit Schalldämpfer. Da hinten läuft jemand. Ich habe der Sie... durchgespielt. Da hinten läuft jemand weg gerade? Bist du das? Ja, das bin ich. Alles klar. Glaube ich, wenn ich in der... Achso, da hinten. Ja, das bin ich. Lars, kannst du mal hüpfen, bitte? Du buggst gerade bei mir so komisch. Was mach ich denn? Du schwebst und tust immer so, als ob du deine Waffe auf dem Rücken tust. Ach das. Oma, hilf mal bitte, du backst gerade so komisch. Jetzt bist du gerade so geil über den Boden gerutscht, das sah scheiße geil aus. Das hier ist ein Baum entwurzelt. Du rutschst einmal durch. Was ich halt alles so kann. Sau geil. Schön. Jetzt läufst du wieder normal, schade. Ja. Wo ist denn der Henrik? Wo hast du ihn denn gesehen? Ja, Henrik, genau hier eigentlich. Ja, was wollt ihr denn überhaupt von mir? All dein Geld. Ich würde sagen, wir gehen da oben auf den Berg drauf. Das ist doch Kelm oder so, ne? Das ist doch der da, wo wir sonst immer unser Auto oder? Versteckt haben, wenn wir mal eins hatten, länger als eine Stunde. Oder Heli oder so. Ja, das ist Kelm? Ich weiß es gar nicht, ich habe keine Karte. Also auf jeden Fall ist das hier in der Nähe irgendwo. Wie ist das denn eigentlich? Wird die Map später nochmal erweitert, oder? Also, soweit ich weiß, nicht. Nö, nicht unbedingt. Aber die Map an sich ist ja groß genug. Also, und die Städte und Dörfer sind ja auch viel größer geworden schon. Die waren ja damals, so auf der ursprünglichen Map, waren ja relativ sparsam eigentlich. Aber was halt noch kommt, sind dann die ganzen anderen Sachen, so, keine Ahnung, Fahrzeuge und irgendwie die Möglichkeit noch Basen zu bauen und so ein Kram, das ist ja alles noch in der Mache. Deswegen wird's halt nochmal sehr viel spannender wahrscheinlich. Gehen wir kurz in die Häuser rein? Ja, mach doch. Nicht, dass du mich gleich hier alleine stehen lässt und einfach weiterläufst. Mach sowas nicht. Ja.
Aber teilweise ist das schon krass, dass in Häusern so gar nichts ist. Also hier steht eine Packung Cornflakes irgendwie rum. Aber mehr auch nicht. Das ja, ist ein bisschen schade. Denke, ich würde für Cornflakes töten. Also wenn ich mir halt vorstelle, 40 Leute auf einer so einer Map und die spielen da halt schon ein bisschen drauf und du joinst nach, kriegst dann bald gar nichts mehr. Guck. Ja gut, oh. Aber nur zur Zeit, weil es halt noch nicht nachspawnt, ne? Also das war in der Mod so, oder wie? Ja, das ja, ist, klar, achso, das war da gab es so ein... Wenn du dann eine halbe Stunde da niemand war und dann einer da hinging und dann noch einer im Radius von 100 Metern war oder so, dann spawnte was nach oder irgend so war das. Ah ja. Komplett undurchsichtig, mit anderen Worten. Hm. Was ist passiert? Da war ein Brunnen, hast gesehen, ne? Ja, habe ich schon gesoffen. Alles klar. Ih, da hab ich vorher dran gesoffen. Oh, jetzt haben wir das Thema schon wieder. Und ich musste mal. Auf den Brunnen. Da oben ist ja auch eine Burg, das wusste ich gar nicht. Auf Kelm? Ne, das ist ja jetzt nicht Kelm, wo ich hier gerade hinlaufe. Also ich guck mal, was das ist. Das ist... Schlüssel gefunden. So, da gibt's auch nix. Nix? Nein. Oh, du bist noch im Haus, ne? Ja. Bin gerade hinter das Haus gelaufen. Sitzt da am Waldesrand. Meine Freundin ist richtig begeistert von diesem Samstagabend. Hinter dir. Hinter mir? Wo? Da am Waldesrand. Geh einfach zum Weg runter. Hinter dir. Am Weg runter. Den Hang runter. Und dann hocke ich hier rechts neben dem Baum. Und Henrik, du bist schon auf dem Berg, oder wie? Nee. Mal irgendwie zusammenkommen hier. Ja, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, ne? Auf welchem Berg geht ihr denn? Ja, hin halt da. Nach welchem Berg geht ihr denn hin? Na, hoffentlich den richtigen. Wir gehen gerade, warte, ich sag's dir. Wir gehen gerade in Richtung... Black Mountain oder den anderen? Südwest. Ja, ich hab halt keinen Kompass, ne? Du hast ja meinen. Ja, weiß ich nicht. Black Mountain. Bist du bei Black Mountain? Nee, noch nicht, aber da wäre ich jetzt hingegangen. Warte, ich guck kurz auf die Karte. Oh, ich hab hier auch schon wieder einen Zombie am Arsch. Ich schieß gleich mal, dann können wir uns hören. Hier, warte, Zombie. Stopp. Habt ihr mich gehört? Nee. Nee. Ja, das ist immer ein gutes Zeichen. Nicht. Wo seid ihr denn da auf eurem Server gerade? Ah, wir laufen so vom Airfield weg. Beim österlichen Airfield noch, aber... Dann bin ich mega weit weg. Lohnt sich das ja nicht zu kommen. Wahrscheinlich laufen wir auch immer vor dir weg. Also, unbewusst meine ich. Ich habe mich ja jetzt tatsächlich ausgelockt, weil ich dem Druck nicht standhalten konnte. Du willst die geilsten Sachen haben, wenn du dann die geilsten Sachen hast, dann hast du wirklich Angst zu spielen, weil du Angst hast, nicht wieder getötet zu werden. Ja, vor allen Dingen ist meine Theorie, dass die sich gegenseitig erschossen haben und beide auf dem Weg zurück zu ihrem Equipment sind. Wow. Oh, das ist auch nicht gut. Und sich wahrscheinlich auch tot ärgern, weil ich die komplett ausgeraubt habe, beide. Freut sich der Dritte. Da müssen wir dann so ein Zettel da lassen können. Ey, das wäre geil. So ein Post-it auf die Stirn. So ein Zettel, danke, Herzchen. Ruf mich an. Oh, dann lieber keine echte Telefonnummer aufschreiben. Dann wird geflamed. Ich hab das Gefühl, wir haben uns echt verloren. Also seid ihr... Ich laufe jetzt schnurstracks, glaube ich, in Richtung Black Mountain. Das heißt West-Südwest. Okay, also den hohen Berg da. Meine ich wohl. Ich meine von wohl, ne? Meine ich wohl. Black Mountain hat ein Schloss, ne? Jo. Also eine Ruine. Ja, dann laufe ich darauf zu. Jetzt hier der Berg hoch, oder was? Jetzt hier der Berg hoch. What the fuck? Alles klar. Also ist hier, wo siehst du mich? Ja. Da wo ich jetzt quasi schnurstracks drauf zulaufe. Wollen wir hin.
Ah, okay, da hinten, ja. Für die Ruine? Ja. Dauert ein paar Minuten, aber... Ja, ist okay, das ist man ja gewohnt, dass man hier durch die Gegend läuft. Ein paar Minuten. Oh, ja. So ein Fahrrad wie in Daisy, ja, das wäre geil. Schön. Ich sehe euch, glaube ich. Was? Bleibt mal stehen. Okay. Ja, doch, ich hab euch. Hab euch. Soll ich mal schießen? Nein. Na gut. Denke ich, was isst du eigentlich für eine Marmelade gerne? Was?